jetzt konzentrieren wir uns wieder. Ja, eben. Ein bisschen Konzentration jetzt hier mal, aber auch. Ne? Vor allem hier. Aua! Angry Birds, also zu Deutsch im Prinzip die Wutvögel. Hat das eventuell irgendwas mit den Wutbürgern zu tun? Oh Gott. In Stuttgart und so? Wer weiß. Uiuiui. Ui, das ist aber eine ganz, ganz interessante Verbindung, die Sie da ziehen. Weiß ich nicht. Ja, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Vielleicht steckt da was dahinter, aber das, das kann ich nicht bestätigen. Nein, das glaube ich nicht, dass sich Begriffe wie Wutbürger und Sackbahnhof inzwischen bis nach Amerika irgendwie bekannt gemacht haben. Aber es gibt immer noch wütende Menschen, ne? Aber gibt es eigentlich wirklich wütende Vögel? Weiß ich gar nicht. In der Natur? Vielleicht sind die auch wütend ab und zu, wenn sie nichts zu fressen kriegen. Wenn sie nicht fliegen können? So, da sind wir ja schon beim Thema. Ich schwör's euch, irgendwas ist hier im Busch. Deine Meinung interessiert niemanden. Schnabel, Flügel, Nüsse. Was ist da schiefgelaufen? Warum können die nicht? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß bis heute nicht, warum die Angry Birds nicht fliegen können, tatsächlich. Man weiß es nicht. Keine Ahnung, eine Mutation, Gendefekt, ich weiß es nicht, das sollen die Biomediziner klären. Ich verstehe es gar nicht. Normalerweise können Vögel ja fliegen. Diese Vögel können nicht fliegen. Keiner von denen. So wie die Schweine, na gut, die Schweine, die können laufen und so, aber das Schweineeier fressen wusste ich auch nicht. Aber ich bin froh, dass wir jetzt mit Angry Birds eine Tierdokumentation am Start haben, wo wir endlich mal lernen, was in der Tierwelt wirklich vor sich geht. Ich grüße euch. Ich bin ein Schwein. Was ist ein Schwein? Und dann kommen die Schweine als die großen Verführer. Ja, die Schweine, die sich als solche auch benehmen, daher auch ihren Namen, glaube ich, haben. Naja, normalerweise bringen Schweine ja Glück. In diesem Fall bringen sie Panik, Pech, alles über dieses arme Vogeldorf. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Entschuldigung, die sind zerbrechlich. Gehören nicht euch? Du bist nicht sonderlich nett zu unserem Gast. Und du stellst nicht die richtigen Fragen. Jetzt wird's ein bisschen schräg. Ja, die fressen halt für ihr Leben gern Eier. Und das kriegen die Vögel natürlich überhaupt nicht gebacken. Und die erste Reaktion von einem bestimmten Vogel, den man irgendwo im Hintergrund mal sieht, ist nur... Weil die Vorstellung, dass man unsere Eier frisst, wie eklig ist das denn? Also es ist eigentlich der erste vegane Animationsfilm. Die ganze Welt ist in Gefahr. Und es liegt an uns, sie zu stoppen. Essen Sie Eier? Wenn sich's nicht vermeiden lässt. Ja, und zwar ganz gewaltig. Ich mag Eier. Ist das schlimm, wenn man das mag? Ja, ich esse Eier. Ich bin aber kein Schwein. Also ich könnte es auch kurz machen. Eier lieber nicht. Ein Leben ohne Eier? Hm. Schwierig. Mahlzeit. Die Schweine stehlen unsere Eier. Kurs auf die Schweineinsel. Du wusstest es, aber wir haben nicht auf dich gehört. Was sollen wir jetzt machen? Da sind sie hingefahren. Und genau da fahren auch wir hin. Speziell Ihre Figur Red, was ist das für einer? Das ist eigentlich der Angry Bird. Es dürfte eigentlich gar nicht im Plural da stehen auf dem Plakat, sondern der Film müsste eigentlich heißen Red, The Angry Bird. Und er ist derjenige, der mit seiner Wut, die a priori erstmal gar nichts Schlimmes ist, es schafft, die restlichen Bürger, die bis dahin noch nicht Wutbürger sind, zu motivieren und zu infizieren. Und dann stellen auf einmal alle fest, boah, Wut kann ja eine sehr gute Triebfeder sein, um etwas zu bewirken. Wir holen unsere Kinder zurück. Ich bitte euch, wir sind Vögel. Wir stammen von Dinosauriern ab. Seit wann müssen wir denn nett sein? Heiliger Bimba! Gut, sehr gut. Warum mögen Leute wütende Vögel? Das müsst ihr mal die Leute fragen. Nun, der Titel ist gesetzt, das Thema ist gesetzt, Angry Birds. Hätte natürlich auch ein Computerspiel namens Happy Birds sein können. Ja. Warum war das nicht so? Gibt's ja schon so viel. So diese ganzen Happy- und Wohlfühlsachen gibt's ja schon. Ich weiß nicht, ob Happy Birds auch erfolgreich gewesen wäre. Keine Ahnung. Aber es passt natürlich aus dem Spiel, weil die natürlich sehr viel zerstören und kaputt machen. Deswegen passt das alles. Wer ist wütend? Abflug! Wer schon wieder? Morgen, wir Schweine! Ich bin nicht wütend. Ich bin ehrlich. Na, das ist ja ein Ding. Tja, da muss man mal die Macher dieses Spiels fragen, ne? Warum sie die jetzt alle angry gemacht haben. Keine Ahnung. Aber die sind ja auch happy. Also es ist ja nicht nur, dass sie jetzt die ganze Zeit nur angry sind. Die freuen sich auch sehr, vor allem, wenn sie ihre Eier wieder bekommen. Und von daher sind es auch glückliche Vögel. Hi,
Hi Red, wie geht's dir? Oh, mir geht's furchtbar. Mr. Red, mir scheint, wir haben es hier mit einem wiederkehrenden Problem zu tun. Wut! Bin ich ein leidenschaftlicher Vogel? Ja! Ganz zum Schluss noch, was für eine Vogelart ist Red eigentlich? Das geht sie nichts an. Okay, dann... Darüber möchte ich auch nicht reden. Privates bleibt privat. Ja, also er hat's mir gesimst, hat mich aber auch gebeten, das nicht zu erzählen. Gut. Ja. Nee, ne? Hey, hallo! Meine Kleinen schon brav ihr Mittagsschläfchen? Oh Mann. Schon mal an die Anti-Vögel-Pille gedacht?